Jo Leute, Maxstar hier und heute spielen wir Overwatch. Ja, wir haben nach einer sehr langen Zeit kein Overwatch mehr gespielt und eigentlich auch keine anderen Games mehr. Wir haben jetzt eine Weile nur Call of Duty Black Ops 4 gezockt und heute soll es auf jeden Fall wieder weitergehen in Overwatch, denn es ist ein neues Update wieder da. Wir werden natürlich die Flaggeneroberung auf der Busan Map spielen, hier beim Arcade Modus, und ich freue mich schon richtig darauf. Und es gibt jetzt auch Jahr des Schweins irgendetwas, da kann man wieder neue Extras kaufen, neue Skins für die Helden und so weiter und so fort. Aber was mich ziemlich interessiert, ist diese neue Flaggeneroberung, die wir heute spielen werden. Und ich freue mich schon richtig auf die Partie, Leute. Und ich würde mal sagen, los geht's auf jeden Fall. Ihr seht auf jeden Fall, also wir müssen die Flaggen erobern gehen. Und wir spielen wieder mit Brigitte, mit meinem Lieblingshelden, wo ich eigentlich auch sehr viele Erfolge hatte. Also ich war natürlich auch nicht so gut in Overwatch, aber ich hatte einigermaßen Brigitte im Griff. Also mit dieser Heldin habe ich eigentlich keine Probleme, und natürlich habe ich auch mit Bastion und so weiter, mit den anderen Helden, eigentlich keine Probleme. Aber was jetzt ein bisschen schwierig ist, oh nein, oder ist direkt ein Gegner. Oh. Okay, ja, also, das ist auf jeden Fall auch wieder etwas, da muss man mit Brigitte auch ein bisschen exakter sein. Man kann natürlich durch diese Helden, wo natürlich wieder mit Schüsse kommen, schießen und so weiter, ist es auch wieder ein bisschen schwierig. Ich würde mal vorschlagen, wir nehmen mal sonst Bastion. So, okay, wir müssen die Flaggen erobern. Okay, dann fahre ich mal hier fort, so. Okay, nee, das wollen wir ja nicht, so. Okay, wir haben natürlich jetzt das Maschinengewehr. Oh mein Gott. Oh ja, sehr schön. Oh, und wie ich den erledigt habe, ey. Okay, ich gehe mal hier rein. Ich bin zwar auch nicht der Beste mit diesem Bastion, ne? So, okay, ich habe nicht mehr so viel Leben, ne? Okay, Scheibe, die haben, glaube ich, unsere Flagge erobert. Okay, da kann ich mich gleich mal heilen. So, ich gehe jetzt einfach... Okay, der hat mich jetzt zuerst eliminiert. Also ihr seht, die Flagge zu erobern ist ziemlich schwierig. Also das ist auf jeden Fall kein Kinderspiel, Leute. Und vor allem nicht, wenn man gegen so große Helden, ich meine so, gegen solche Profis wie diese hier antreten muss. Und für das, denke ich, um da ein bisschen schneller zu sein, lohnt es sich schon, wenn man Brigitte nimmt. Okay, alles klar. Das gegnerische... Okay, mein Leben ist fast down, ne? Ich muss mich mal wieder richtig... Also ihr seht, ich komme fast nicht an die Flagge, ey. Flaggeneroberung, keine Chance auf jeden Fall, das steht jetzt schon fest. Also ich probiere es aber trotzdem, Leute, wenigstens an die Flagge heranzukommen. Aber eins ist auf jeden Fall klar, es ist kein Kinderspiel. Also eben. Ich überlege mir, ob ich mal einen anderen Held nehme. Okay. Ich nehme jetzt mal Wrecking Ball. Das ist ja auch ein guter Held. Mit dem hatten wir ja... Mit dem war es auch nicht schlecht, ne? Oder es... Okay, die erste Runde haben wir verloren. Alles klar. Ich bin mal gespannt, wie es in die nächste Runde geht. Ich möchte natürlich nochmal seine Runde spielen, weil wir haben jetzt natürlich keine Chance gehabt im Moment. Okay, also diesmal probiere ich mit in der zweiten Runde probiere ich auf jeden Fall mit Wrecking Ball paar Flaggen zu erobern, falls es möglich ist, oder an ein paar Flaggen heranzukommen. Aber eben, es ist kein Kinderspiel, so. Ich werde natürlich fortfahren, das ist auf jeden Fall klar. Das ist jetzt erst unsere erste Runde, Leute. Und dieses Update sollte eigentlich, glaube ich, bis zum 19. Februar möglich sein, und nachdem kommt dann wahrscheinlich wieder eine neue Map, oder respektiv besser gesagt ein neues Update. So, es geht natürlich jetzt in die nächste Runde und ich freue mich schon ziemlich darauf, die nächste Runde spielen zu dürfen. So, tue ich mich mal da wieder richtig vorbereiten. So, okay. Alles klar, dann nehme ich mal da Wrecking Ball. So, alles klar. Los geht's. Das ist eine Kugel.
Aber das Blöde ist, wir sind jetzt nicht auf der Busan-Map, aber trotzdem, Leute. Es ist. Also, ich weiß nicht, ob wir auf der Busan-Map sind. Okay, doch, wir sind auf der Busan-Map. Flaggeneroberung Busan, okay, alles klar. Anscheinend ist die Busan-Map so groß, dass es da. Oder es ist eine neue Busan-Map oder eine alte, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir auf der Busan und müssen da weiterhin die Flaggen erobern. Stellt euer Team zusammen. Ja, das machen wir. So. Okay, ich weiß jetzt nicht, wieso das so lange lädt, aber Overwatch ist immer typisch, dass es lange lädt. Das ist mir in der letzten Zeit auch klar geworden. Aber es ist wirklich nicht einfach, Leute, da eine Flagge zu erobern. Aber ich werde es natürlich probieren. Ihr wisst, ich gebe immer mein Bestes und das tue ich jetzt auch. So. Alles klar, okay. Wo ist mein Team? Ah, da ist mein Team. Alles klar. Gut. Dann würde ich doch mal sagen, los geht's. Keine Chance zum Flagge erobern, ne? Fast keine Chance. Aber mal schauen, ob wir im Breaking Ball Chancen haben. Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh, schauen wir mal, okay, das ist nicht einfach, ne? Also, da muss man natürlich immer mit dem Team gehen, also, ich probiere jetzt mal etwas aus. Ich probiere jetzt mal etwas aus. Ich probiere jetzt mal, also ich probiere mal, an den Gegner vorbei zu rasen. Ich gehe jetzt mal extra ganz rechts, rechts, rechts. Okay, ich gehe jetzt mal ganz rechts nach außen. Oh, der ist schnell. Komm schon, komm schon. Oh, komm, eliminieren. Okay, wir haben ihn eliminiert. Die gegnerische Team hat die Flagge entwendet. Ja, wir haben... Ja, Alter, ich habe die Flagge, ich habe die Flagge. Wir haben die Flagge, wir haben die Flagge. Okay, Leute. Ich habe jetzt die Flagge, glaube ich, übernommen. Oder sie hat die Flagge übernommen. Aber auf jeden Fall hab ich jetzt die Flagge endlich erwischt. Mit Breaking Ball. Okay, die müssen wir jetzt bringen. Oh, das war jetzt nicht gut. Alter. Okay, jetzt bin ich leid. Wurde ich leider eliminiert. Aber wenigstens konnte ich ein oder zwei Gegner schon mal eliminieren. Also, das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Ich bin wieder mal richtig gut im Spiel drin. Und das ist meistens so gegen Mitte bis Ende bin ich meistens gut, wenn ich ein Let's Play mache und manchmal auch beim Livestream. Ja, ich weiß, Livestreams kamen auch nicht mehr so viele, weil es gab im Moment bei vielen Games nicht so viel Neues. Und auf jeden Fall wird es aber weitergehen, Leute. Dann Asphalt 9 wird auf jeden Fall noch anstehen als Livestream und Fortnite natürlich dann auch wieder, wenn ein neuer Spielmodus da ist. Okay, jetzt. Oh ja. Komm, machen wir. Okay, ich gehe jetzt die nächste Flagge erobern. Zuerst heile ich mich mal, bevor ich da irgendetwas tue. So, wir haben die Flagge. Die zweite ist es, glaube ich. Okay. Also das macht wirklich Spaß und das Erobern mit den Flaggen erinnert mich irgendwie, glaube ich, an Tanky Online, glaube ich, war das. Ja, ich glaube, das war. Ist bei Tanky Online auch so. Haben wir eigentlich auch schon lange nicht mehr gezockt, ne? Die Flagge ist auf dem Weg zurück in unsere Basis. Okay. Der hat mich jetzt gerade betäubt. So, okay. Ja, jetzt ist die Frage. Ich sehe da nicht die Punktzahl. Ich weiß nicht, wie viel wir und die anderen haben. Okay, es steht 1 zu 1, Leute. Es steht 1 zu 1. Jetzt sehe ich es und habe ich es gesehen. Also, es steht 1 zu 1, Leute. Und wir müssen drei Flaggen. Also, dieses Team, wo zuerst drei Flaggen erobert hat, hat gewonnen. Also, ich finde, dieser Spielmodus auf der Busan-Map mit der Flaggeneroberung, was jetzt auch neu ist an diesem Update, die Flaggeneroberung finde ich ziemlich geil gemacht. Okay. Ist jetzt natürlich wieder ein bisschen schwierig, ne? Ich muss die Flagge wieder aufnehmen. Aber wenigstens kommen wir ein bisschen näher ran an die Flagge, weil
In der ersten Runde kamen wir nicht einmal einen Millimeter, nicht einmal einen Meter an diese Flagge heran. So, ich mache jetzt das Ganze wieder mal natürlich so. Ich könnte es natürlich... Ja, das ist natürlich schlecht, aber was ich gut kann... Nee, das ist, war jetzt nicht so gut. Okay. Soll ich es noch einmal... Soll ich es weiter mit Breaking Ball probieren? Ich würde sagen, ja, weil... Er ist einfach schnell, Leute. Er kann rollen und so weiter. Er ist eigentlich schneller als sonst ein sonstiger Held eigentlich. Also, finde ich zumindest, dass er ziemlich schnell ist und... Okay, den haben wir eliminiert. Sehr schön. Nehmen wir jetzt mal da ein bisschen Medizin. So. So, erledigen wir, erledigen wir. Jetzt gehen wir. Ich probiere jetzt die Flagge zu holen. So, ich mach's jetzt. Probiere es jetzt so. Ich gehe mit ihm. Keine Angst, Digga. Ich bin hinter dir. Komm. Ja. Ja, ja, ja. Sehr schön. Komm, komm. Oh, jetzt hat diese blöde Maschine mich eliminiert. Scheibe. Okay. Egal, ich mache jetzt das Ganze nochmals. Natürlich ist es nicht immer geschickt, wenn man da vom Rand außen geht. So, einmal probiere ich es jetzt mal mit Brigitte. Wird natürlich schwierig, weil ihr merkt, sie ist ziemlich einiges langsamer als Wrecking Ball. Es steht immer noch 1:1, Leute. Also ich muss einfach sagen... Ansonsten hat sich jetzt dieses letzte Jahr bis zu diesem Jahr, hat sich natürlich, es gab sehr viele coole neuen Updates, die ich euch vorstellen konnte hier in Overwatch. Hat mich natürlich auch mega gefreut und finde ich auch wieder cool, wenn ich euch neue Dinge hier in Overwatch vorstellen kann. Aber was ich natürlich nicht so cool finde, dass ich jetzt angegriffen werde von einem Riesenteil hier. So, wenigstens haben wir den eliminiert. Ich meine, das ist ja auch wichtig für das Ergebnis. Aber ihr seht jetzt auf jeden Fall und habt jetzt gesehen, hier dieses neue Update mit der Flaggeneroberung. Auch wenn ich jetzt gerade nicht so gut bin, probiere ich trotzdem mein Bestes zu geben. Alter, man könnte meinen, das geht Jahre, ey. Das geht wirklich Jahre, könnte man meinen, ey. Es gab doch irgendeinen Trick, warte mal. Ah, das ist diesen. Ah, genau. Ja, den kann ich so anschlagen. Ah. Ich habe immer die linke Maustaste gedrückt. Jetzt habe ich es wieder. Okay, komm. Nee, 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 nee. So leicht mache ich es dir nicht. Ja, nicht getroffen, ne? Okay, ich gehe jetzt einfach mal ran. Komm. Nimm die Flagge, nimm die Flagge. Nimm die Flagge, nimm die Flagge. Ich hab doch gesagt, nimm die Flagge. Oh ja, 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 sehr schön, sehr schön. Ich hab die Flagge. Ich hab die Flagge, ich hab die Flagge zurückbringen. Ich muss die Flagge zurückbringen. Oh ja, bitte. Komm schon. Komm schon. Komm schon, bitte. Wo muss ich jetzt die Flagge hinbringen? Aha. Zurückbringen, ja, wohin? Okay. Wenigstens habe ich die Flagge jetzt erobert, ich konnte sie holen. Aber wo ich sie hinbringen muss, ist meine zweite Frage, ne? Ah, muss ich sie hier in die Mitte bringen? Jetzt check ich... Ah, jetzt check ich das Ganze. Ich muss sie also hier in die Mitte bringen. Ah, Scheibe, wegen mir haben... Wegen mir, ich hätte die Chance gehabt, haben wir jetzt eine Runde verloren. Ich weiß nicht, wie viele Runden das insgesamt geht. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt verloren, Leute. Aber ich muss sagen, dieser Modus hat ziemlich viel Spaß gemacht. Und ich muss einfach sagen, das haben sie wieder gut hinzugefügt, dieses neue Update. Die Skins habe ich mir noch nicht so angeschaut, aber wichtiger ist mir natürlich, euch den Spielmodus zu zeigen. Und ich würde mal sagen, das war es auch schon für... diese Folge Overwatch. Ihr habt es jetzt auf jeden Fall gesehen.
dieses neue Update. Mir hat es natürlich wieder mega viel Spaß gemacht, euch wieder ein neues Update zu zeigen. Und hier sieht es nochmals das Jahr des Schweins. Ja, das war ziemlich geil hier beim Arcade mit der Flaggeneroberung Busan. Und ja, ich bedanke mich an alle Zuschauer ganz herzlich fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Leute, und würde sagen, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute, und tschüss.